hier machen? Er will abziehen. Wenn ich schneide will, er muss hier abziehen. Und ganz einfach, ich kontrolliere ihn mit meinem Bart ein. Das. Oh Gott, jetzt ist für ihn schon schwierig hier abzuziehen. Jetzt schon hier eine Möglichkeit, hier zu sein. Hopp! Ich bin zuerst. Ich bin ja schon ganz von hier aus. Ja? Hier. Okay? Also, wie gesagt, schwieriges Thema. Ja, aber ihr könnt was machen und sterbe. Ihr könnt auch nichts machen und sterbe. Eure Entscheidung. Okay? Ja, natürlich auch wieder situative Aufmerksamkeit, Umgebung im Blick habe, wenn ihr jetzt im Bankomat seid. Ja, guckt, was passiert um euch rum. Steht da irgendjemand rum, der da nichts verloren hat? Ja, habt da noch jemand dabei? Und wenn es noch eine Freundin ist, ja, die nicht kämpfen kann, aber die einfach ein bisschen aufpasst und in die andere Richtung guckt. Ja, dass niemand von hinten rantreten kann. So, jetzt wie auch immer, erst einmal hier, habe mich hier unter Kontrolle. Ja, das wäre jetzt meine erste Bewegung, dass ich hier sicher, dass er mir hier nichts tun kann. Ich gehe ein bisschen runter, ja, dass der Polizeischarfschütze besser treffen kann. Ja, gute Scharfschütze sollte das reichen. Okay. Wenn mein Ohr getroffen wird, naja, bin ich eh ein Schlitzohr. Das, okay, dann von hier aus könnt ihr werfen. Okay. Die andere Form wäre natürlich auch hier, was möglich wäre, von hier aus unten durch. Und er kriegt wieder das eigene Messer im Bauch. Ja, also dass er hier zum Sankajo geht hier rein, holt euch das Messer und schneidet. Also Sankajo ist für mich so als Technik so echte Schweizer Taschenmesser. Ja, für vieles zu gebrauchen. Eispick von hinten, genau. Das ist zum Beispiel auch recht beliebte Taktik, wenn man sagen lasse, vor allem so mittlere Osten. So, auch hier jetzt wieder Eiklemme mit den Schulter. Okay. Was er jetzt hier wieder versuchen könnte, wäre ich muss erstmal gucken, dass er nicht stechen kann. Und was wir da hier machen, geht nach hier. Vielleicht gehe ich ein bisschen mit. Das bauen wir die Kontrolle auf und auch hier wieder die Technik. Hier könnte ich entwaffnen. Und dann ihn angreife, wenn es die Situation erfordert. Das ist selbstverständlich. Mhm. Also, ihr seid hier, versucht die Hand hier dazwischen zu bringen, wenn er hier ist. Das, das. Okay. Und dann könnt ihr das schon von hier aus arbeiten in der Armungskugel. Von hier aus, wie gesagt, könnte ich mit Waffen, wenn es eine recht große Klinge ist, ihn weiter sichern und dann ist Halloween. Okay. Von hier aus. Okay. Große Messer kann man relativ gut entwaffnen, wenn es ein Brotmesser wäre oder ein großes Kampfmesser oder sowas. Kleine Messer, Taschenmesser, viel, viel schwieriger. Da finde ich es dann ganz gut, wenn dann wirklich hier auf Hebeltechniker geht und nicht versucht zu entwaffnen. Weil wenn es eine kleine Klinge ist, rutscht er dann mit der Hand eher ab. Okay, gut. That's it for today. Wenn es euch gefallen hat, was wir hier gemacht haben, netter Kommentar, Thumb up, unseren Kanal abonnieren, uns glücklich machen. Bescheid, wäre doch schade, wenn er was verpasst. Bis bald im Training.